Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestas, Propestos, Domestos, Sportestos und... ja, wir sind hier, Tobi. Voll die Warp-Transformation hier. Ja, warum sind wir hier, Tobi? Warum sind wir hier? Weil wir gemerkt haben, dass wir da hinten noch einen Abgang vergessen haben. Ne, hier hinten war das. Achso, das ist der Grund. Ja. Komm, wir gehen. Ja, gut, dann, ja. Das haben wir also gemerkt. Als wir schon im Haus waren, ja, habe ich gerade... Ach krass, warte mal, wir haben die eine Ecke vergessen. Bei 227 haben wir noch eine Ecke übersehen. Okay, also es ist wieder die Höhle, wo wir vorher schon waren, beim eingeborenen Dorf. Weil Erik seine Karte von... Ja, weil ich... Ja, tut mir leid. Ich bin halt einfach ein Schussel, nicht wahr, Tobi? Ein richtig dummer, fetter Schussel bin ich. Press doch noch ein Duplo. sag mal, wie tief geht das hier? Weiß ich nicht. Also wir sind wieder zurück in der Höhle beim eingeborenen Dorf. Weil jemand aus Versehen vergessen hatte zu speichern. Nicht wahr? Als wer seine Forest neu starten musste? Ja, ich musste Forest neu starten. Nachdem ich gespeichert habe. Ja, aber Tobi, ganz kurz. Ich komme drei Minuten später hier runter und hier liegen schon drei tote Babys, Tobi. Frittiert. Das ist nicht meine Schuld gewesen, Erik. Was ist hier passiert? Das ist nicht meine Schuld gewesen. Kann ich dir da vertrauen? Ja, absolut, Erik, absolut. Na gut. Ich vertraue dir da, Tobi. Ich vertraue dir da. Gut, dann. Bitte. Hier waren wir noch nicht, ne? Hier ist ein Pinsel! Was? Tobi, hier ist ein Pinsel! Da ist der Pinsel! Oh, geil! Aber warum? Und hier sind Videokassetten von, die kenne ich sogar noch: Lost Children of the Peninsula. Und hier ist Dynamit, hier ist. Hier ist noch ein Zettel und rote Farbe. Multiple Step Wounds, Head Trauma, Murder, Autopsie. Warte mal. Notizbereich. Ich mach mal kurz den Notizbereich auf. Oh. Was habe ich denn hier? Oh, meine Effigy-Seite ist offen. Warum das denn? So. Ah ja, die vermissten Flugzeugpassagiere. Stimmt, die habe ich hier dann auch gesucht. Aber wo ist da nochmal ein Weg in den Kessel? Rüstung? Was denn? Ich bin infiziert und muss Aloe Vera finden, um mich zu heilen. Hä? Guck mal, was hier liegt! Guck mal, was hier liegt! Guck mal, was hier liegt! Tobi, ich bin infiziert. Was hier liegt, Erik? Oh. Alles klar. Moderne Axt. Schaden? Kurz mit Katana vergleichen. Ist mehr. Blockieren hat die auf jeden Fall sehr viel. Geschwindigkeit ist nicht so wie beim Katana. Ich vergleiche mal kurz mit dem Speer. Schaden. Okay, mit dem Speer kann man auch nicht blockieren. Wir sollten auf jeden Fall die moderne Axt... Die würde ich gerne mit ein paar Zähnen ausrüsten. Kann man das? Ja. Dafür habe ich Zähne gesammelt. Einfach in die Mitte und Zähne ran, oder was? Ich weiß nicht mehr, wie es geht, ehrlich gesagt. Man braucht aber noch was. Ne? So, Schaden. Ach, braucht man. Plus Schaden minus Geschwindigkeit ist das. Ach ja, mit Federn kann man dann noch Geschwindigkeit machen. Und die Federn machen, glaube ich. Oh, Federn kann ich da gar nicht dran machen. Aber wieso geht das gerade nicht? Ja, muss ich mal eruieren, wie das ging. Kann ich nur ein Zahn immer dran machen? Mit Harz. Ja, genau, mit Baumharz, ja. Okay. Ach genau, da kann ich mir aussuchen, wo ich die Zähne dran... Ah nee, die kommen automatisch dran, überall. Okay. So, ding, 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 ding. Tobi, ich bin gleich wieder da. So. Ich sehe die Zähne leider gar nicht. Ach doch, jetzt sehe ich sie. So. Wie viele Zähne machst du da dran? Oh, ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich habe, glaube ich, alle ausgerüstet, die gehen. Okay, wenn ich jetzt eine Feder dran mache, testweise. Plus Geschwindigkeit. Okay, aber nicht minus Stärke. Da mache ich nochmal Federn dran.
Oh, geht aber auch nicht mehr. Okay, es... Ah, früher konntest du unendlich viel dran machen. Und jetzt geht's aber nicht. Ja, leider. Leider habe ich jetzt nur 10 dran gemacht. Naja. Gut, aber der Schaden ist dafür richtig fett gestiegen. Mehr als beim Katana. Geschwindigkeit ist zwar runtergegangen. Oh, neue Pfeile. Davon noch eine Rolle. Getränke und Essen brauche ich auch ganz dringend. Wie viele Zähne kann man da dran machen? Also ich hab die gerade ausgemaxt. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Es sind auf jeden Fall eine Menge. Eine Menge, Tobi. Dynamit ist auch wieder voll. Oh, Alter, so viel Dynamit. Oh. Hast du die Dynamitkiste gesehen? Die habe ich mitgenommen, alles, was ich konnte, ja. Oh, okay. Und hier ist noch rote Farbe. Aber die habe ich jetzt schon... Ah, scheiße, wenn die nicht ein Inventar hat und dann, wenn man die braucht, benutzt. Schade. Ich brauche viel mehr Tapes. Wieso sieht der Baumharz aus wie Kacke? Ich weiß nicht, wie deine Kacke aussieht, Tobi. Bei mir sieht er so gelblich aus, wie so ein Apfelmus. Na ja, gut, kommt doch mal, was man gegessen hat. Ja gut, das ist natürlich immer richtig. Also, sag mal deine bitte. Das ist schon nice. Ist cool gemacht auf jeden Fall. Ne? Warte mal. Pornos. Ich guck mal kurz beim Katana. Kann das da auch machen? Will ich gerade testen? Nee. Nee, geht nicht, schade. Und Federn? Wo sind denn die Federn? Da. Nee, geht nicht. Okay. Kann ich nur vergiften, das Katana? Okay. Was ist mit dem Speer? Aufheizender Speer. Kann ich auch keine Zähne dran machen. Ich kann, gehe, glaube ich, nur an die Äxte. Könnte er hier zum Beispiel mal testweise... Mit Alkohol kann man... Oh, mit 10 macht man plus Schaden. Aber mit Alkohol macht man auch Schaden erhöhen. Okay, das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Was denn? Das ist neu. Dass man mit Alkohol den Schaden erhöht bei einer Waffe. Macht dabei so irgendwie nicht so wirklich Sinn, ne? Nee, und, aber ohne Geschwindigkeitseinbußen. Ich habe jetzt meinen ganzen Alkohol in diese Axt hier gesteckt. Mal gucken. Guck mal, die ganzen Tropfen da jetzt drauf. Siehst du das? Sehe ich immer. Nee, sieht man leider nicht. Ja, okay. Gibt's hier noch Alkohol? Ist der Alkohol mehr für mich? Okay, kein Alkohol mehr für mich. Hast du irgendwas zu essen dabei? Leider nur Snacks. Oh. Okay, hier ist die Geschwindigkeit halt echt massiv runter. Komischerweise sollte ich speichern. Ich werde da mal ganz schnell hoch und speichern mal schnell. Okay, haben wir hier unten noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Nee. Gut, okay. Na. Ja, Tobi, letzten Endes ganz gut, dass du nicht gespeichert hast und nochmal hierher musstest. Ja, ne? Habe ich mir auch gerade gedacht. Also eigentlich gut gemacht, Tobi. Danke, ey. Richtig geil mitgedacht. Ja, ich habe ja auch nicht gebaut. Cool. So. Achso, Leute wundern sich vielleicht unten links über diese Anzeige. Das wird sich aber alles klären, ich verspreche es. Wir wollen uns endlich einen Freund bauen. Ja, wir sind einsam. Wir brauchen jemanden, der über uns wacht. Die Christen haben sich damals Jesus als Symbol, ja, also quasi, der wurde ans Kreuz von den Römern. Und dann haben die ihn als Symbol übernommen. Und wir wollen was Ähnliches machen, aber mal was Neues erfinden einfach. Nicht mal das gleiche alte Zeug, sondern wir erfinden uns da einfach was Neues. Ja, weil wir es können. Richtig. Das ist es eben, du. Das ist es eben. So, ich speichere auch nochmal schnell. Zack. So. Und dann, ja, wir wollten eigentlich in die blaue Höhle. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das heute schaffen. Ich muss auf jeden Fall erstmal zurück und was zu essen holen. Ja, das ist immer eine gute Idee. Und wir müssen auch langsam neues Essen ranschaffen, ne? Ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen jagen. Ja, gehen. Mein Arm juckt. Ah. Dein Haar juckt? Mein Arm.
Dein Harn. Mein Penis, ja. Dein Harn juckt, Alter. mit so einem Ohrstäbchen erstmal. So, ist das hier richtig eigentlich, Tobi? Übrigens nicht. Ich bin gerade auch. Hoch ist immer gut. Ja, dann denke ich mir halt auch. Das könnte ein Zeichen sein. Der Schatten von der Axt sieht schön aus mit den Zehen, die da so reinlugen. Ja, guck mal. Das ist ja sogar auch ein Schatten. Perfekt. Guck mal. Richtig gut gesehen hier wieder. Hammer, Erik, Hammer. Das ist also, du beherrschst dieses Spiel einfach. Es ist einfach wow. Es ist einfach wow. Ich staune immer wieder über mich selbst. Guck mal, hier ist Wasser, Tobi. Habe ich gerade auch gesehen. Ja, ja. Da macht mir keiner was vor. Hier sind zwei Snacks, falls sie bei dir auch sind. Hier. Nee, leider nicht. Oh. Hätte ich vielleicht nicht aufheben sollen. Naja, hier ist ein Kompass, wenn du brauchst. Oh cool, ein Kompass. Schädel hast du mitgenommen, ne? Ja. Brauchen wir überhaupt noch? Obwohl, wir brauchen die immer. Also muss ich ja quasi immer auf den Po gucken. Achso, du speedest aber hoch, ne? Ja, ich kann dann Soda saufen zur Not. Alles klar, okay. Ich bin da lieber sparsam immer. Es ist dunkel. So. Ach. Oh. Kollege, wir haben eine neue Axt. Findest du die? Riecht nach deiner Mutter. Boah, Alter. Klappt gut. Ich nicke nur. Anerkennend. Oh, Zähne. Gibt's hier im Camp nicht noch irgendwie ganz viel zu saufen und ganz viel zu... Passagier gefunden, Platz 11. Ah, jetzt finde ich aber Passagiere. Platz 11C, Platz 10. Was? Die ganzen Leute, die hier rumsitzen, sind auch alles Passagiere? Ja, komm doch ran. Ich habe echt keine Zeit für deinen Scheiß. Wieso hab ich ihn gerade nicht getroffen? Hä? Was ist denn hier los mit Foritz? Letzte Folge auch schon. Ach, wir sind ja angemalt. Ja, stimmt. Oder, nee, du bist noch angemalt, ne? Ich nicht so, glaube ich. Doch, du auch. Ja, okay, cool. Ja, gut, dann klaue ich dir nur Sachen. Da hinten kommen auch schon wieder welche. Ganz gut, dass wir gerade angemalt sind. Also hier, ich trinke nochmal schnell was. Schlückchen. Das ist nicht euer Soda. Ich kann das mitnehmen. Oh, das ist ein Snack. Ja, gönn dir. Geil. Hier ist ein Passagier, glaube ich. Yo, Platz 4C. Alles klar. Ist das hier auch ein Passagier? Ah. Oh. Schon längere Zeit nicht mehr. Freunde, bitte beruhigt euch an diesem sonnigen Tage. Was ist denn wieder mit denen? Die sind wieder so aufgebracht. Meine Kinder, bitte seid nicht allzu streng. Im Namen des Herrn. Ich weiß nicht, ich weiß aber nicht, welcher Herr. So, hier ist Snack im Koffer. Hier ist noch Koffer. Verneiget euch vor dem Meister. Snacks im Koffer, Tobi. Snacks im Koffer. Wichtige Durchsage. Snacks im Koffer. Nee, bei mir ist es auch nur Stoff drin, leider. Was ist los? Zar. So ist es recht. Erkennt eure Herren. Schmeiß mal deine Bombe da bitte rein. Boah, soll ich? Ja. Tobi, soll ich? Tu's. Kniet nieder vor dem Herren. Das war scheiße. Oh no. Hat dich mal richtig getroffen, das Ding. Ciao! Oh, du läufst die andere Richtung, scheiße. Oh, ich bin einfach irgendwo hingelaufen. Oh, hier ist noch, hier ist ein Benzin. Wir waren eben noch Freunde, weißt du?
Die sind auch wie Feen dann im Wind. Ich wollte auch den letzten Passagier da irgendwie an, abhaken. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ne? Du kannst aber schon mal nach Hause laufen. Du weißt ja, wo es ist, ne? Oder? Ja, ich bin auch hier. Achso, okay. Kniet nieder, meine Brüder. Oh, ja. Er ist ein Nichtdenkender. Also, knien die noch vor dir? Ja. Oh, oh, vor mir nicht mehr so. Hm. Das ist übrigens mein Kumpel Tobi. War seine Idee mit der Bombe. Also das ist jetzt aber, nee. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich habe hier hinten gerade noch Koffer gefunden. Ich gucke, ob da irgendwas drin ist. Aber bist du noch in der Stadtmitte? Nee, in der Stadtmitte nicht mehr. Ein Stückchen weiter. Ah, ich komme. Oh, ich habe Giftbeeren gegessen, glaube ich. Ja, mach das mal nicht. Mhm. Ach, da bist du ja. Ich und meine Armee. Gott ist mein Kumpel. Die singen aber nicht mehr, oder? Ach, die knien aber. Brennet für den Herren! Alles klar, let's go! Ciao, Tobi! Mach's gut! Ich bin mir nicht sicher, sind die sauer? Wo ist das zu Hause? Ah. Hier so. Ja, der greift mich an. Die sind ja, ein bisschen Tobi, sauer. Hau doch ab, Mann! Du kannst doch nicht stehen bleiben, wenn du Mottis bewirfst. Ich musste mich überhaupt erstmal irgendwie umgucken, wo es hingeht. Ach so. Das gelbe Haus in der Richtung, wo der gelbe Hammer ist. Ah, den Gamer habe ich gerade nicht gesehen. Oh, hier liegen Baumstämme. Ich glaube hier auch Muschiklaus. Regenblumen. Ja, schöne Schneise von. Werd ihr mal bitte ruhig, ich sitze hier und angle. Die beißen noch nicht, wenn da. Boah, Alter, was ist das denn für ein Geräusch? Ey, was, ne? Warum sieht der so komisch aus? Gibt's eigentlich eine richtige Angel hier in dem Spiel? Nee, ne? Nee, die Speere reichen ja. Also glaube ich. Finde ich. Die sind echt easy. Das ist echt easy. Ich find's irgendwie schade, dass man sich nicht selbst irgendwie rote Farbe craften kann. Ja, und dass man die einfach mitnehmen kann, um die zu einem besonderen Zeitpunkt zu nutzen. Das ist halt echt doof. Oder dass man aus Beeren irgendwie rote Farbe machen kann oder sowas. Ja, Mann. Weißt du, kannst alles bauen. Ein Riesenhaus, ein Hangar, ein Flugzeugplatz, was weiß ich. Aber rote Farbe geht nicht. Ja, zumal du die rote Farbe ja aber eh in irgendwelchen Höhlen findest. Wo es eigentlich total sinnlos ist. Tobi, hast du hier zwischendurch einen Eingeborenen abgemurkst? Nee. Ich bin fast zu Hause. Okay, dann nehmen wir mal mit. Was man hat, das hat man. Da lag einfach da hat so ein Arsch aus der Felswand geguckt, so ein weißer Arsch. Oh. Da habe ich gedacht, weil es ja hier nicht Köln ist, wirkt das ungewöhnlich. Oh, wow. Habe ich sie aber mal mitgenommen. Wahrscheinlich ein Freiluftpopo. Der gute Kölscher Freiluftpopo. So, ich habe drei Fische gesammelt zwischendurch wieder. Das heißt, die können wir auch zum Snacken noch zum Trocknen aufhängen. Nice, Erik. Und da muss ich gleich mal zu Hause gucken, ob ich immer noch infiziert bin. Mit was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich wieder. Influencer. Es ist einfach diese Liebe zu Muschiklaus. Da fange ich mir immer wieder was ein. Wahrscheinlich Chlamydien. Mein Name ist Klaus Müdien. Muschiklaus Müdien. Ich
müsste eigentlich auch gleich da sein. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus hier. So. Jetzt habe ich ja was mitgebracht, Tobi, ne? Ich habe den Kölner Freiluftpopo, habe ich jetzt mitgebracht. Und würde den fachgerecht... Bist du noch da? Ja, ich bin noch hier. Okay. Ich warte schon am Feuer auf das Sakrileg. Nee, nicht am Feuer diesmal, Tobi. Nicht am Feuer. Ach so. Ich hab gedacht, wo ist er? Willst du mich verarschen? Wo ist er hin? Ich hab den hingelegt und er ist einfach verschwunden. Hä? Der ist einfach weg. Echt? Ich hab ihn oben aufs Dach gelegt und er ist einfach verschwunden. Liegt da noch einer? Nee, ne? Hier unter Wasser liegt nichts. Und unten drunter im Stockwerk auch nicht. Scheiße hier. Was ist das für eine Scheiße? Da findest du schon mal, weißt du, da findest du schon mal einfach conveniently einen Toten? Muss ich erstmal ausatmen. So, das ist auch fertig jetzt hier. So, also, das Geheimnis, warum das unten links alles steht, ist, wir haben uns da oben noch was Schönes. Ne, damals wollen wir uns was hinzaubern. Ein bisschen Budenzauber quasi wollen wir machen. Das wird formidabel. Ich glaube auch. Das ist unser Personal Jesus quasi. Personal Jesus. So. Ja, 9 Köpfe braucht man dafür. 9 Arme und 4 Beine. Habe ich noch? Oh. Habe ich den Arm noch? Nee, der Arm ist leider vergammelt. Und die Kopfbombe habe ich noch, aber die kann ich jetzt nicht nehmen. Ja. Ich würde noch was davor bauen, damit das nicht so aussieht, als würde es da so in der Luft hängen. Aber ich muss immer noch Aloe Vera finden, um mich zu heilen. Okay, wie heile ich mich damit Aloe Vera? Bist du krank? Ja, ich bin infiziert, sage ich doch. Ach so, wo sieht man das? Im Buch. Da kannst du deine Stats... Okay, ich bin geheilt. Ich habe die Aloe Vera einfach gegessen. Hinten bei diesem Kuchendiagramm auf der rechten Seite im Büchlein. Kannst du bei Bedingungen, siehst du mal, was los ist. Geistige Gesundheit ist bei mir nur noch 46%. Warum? Oh, jetzt dreht er langsam durch, wa? Aber warum ist die bei 46%? Ich habe doch nichts gemacht. Geistige Gesundheit ist bei mir 99. Hä, warum ist meine... Vielleicht, weil ich Fiji hier aufgestellt habe? Oder weil du gerade einen Toten mit dir rumgeschleppt hast. Und vielleicht, weil ich gerade... Sag mal, was ist denn da draußen los? Gewicht, Stärke. Okay. Da läuft ein Galoppel eins. Einfach vom Haus rum. Ach, da unten. Einfach so. Ah, moin. Ja, kommen Sie doch rein. Ich grüße Sie. Kommen Sie doch auf ein Käffchen. Kommen Sie doch... Kommen Sie... Kriegen wir den da? Nee, den kriegen wir nicht, ne? Ist dem Mann was geschehen? Er ist nicht mehr ganz. Er ist jetzt gewaschen, er ist reingewaschen. Nee, kommen wir leider nicht hin. Das wäre so cool, wenn man die unten auch aufschnippeln könnte, ne? Einfach so. Komm, hat der Ragdoll? Nee, ne? Leider nicht. Und tragen kann man die ja auch nicht. Weil. So ein bisschen Ragdollen tut er schon. Ja, aber reicht nicht. Aber man kann ihn nicht schieben. Ja, wäre cool, wenn man irgendwie sowas hätte mit so einem Seil oder so ein Speer mit einem Seil, was man so werfen kann, um Sachen zu ziehen. Das wäre cool. So. Also, lieber Entwickler. Ja, das wird Zeit. Das ist von elementarer Wichtigkeit, damit man hier richtig unfair am See looten kann. So, ein paar Stöckchen nehme ich mir noch mit. Und dann muss ich aber echt mal was essen. So. Da. Da, 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 dam. Dam, dam. Okay, let's go. Was macht Eingeborene eigentlich so richtig sauer? Schlechtes Fernsehprogramm. Vielleicht sollte man sowas machen.
Also so richtig schlechte Talkshows und sowas? Ja, irgendwie sowas vielleicht. Ja. Oliver Geissen am Nachmittag irgendwie dann immer. Ja, wer ist denn jetzt der Vater? Wobei ich Olli Geissen jetzt nicht schlecht fand eigentlich. Ja, der war schon sehr sympathisch, aber die Sendung war doch. Ja, wer ist denn jetzt der Vater? Und dann Birgit Schrobange. Wer ist denn. Nee, war das Schrobange? Nee. Bärbel Schäfer? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles war. John Cena. Wer ist jetzt der Vater? Wer wohl? So. Oh ja, wir müssen langsam, ne? Was denn? Achso. Wir müssen langsam Fisch und Fleisch nachhängen. Ich guck gerade schon nach Freiwilligen. Ah, das ist lieb. Ah. Okay, der ist jetzt zu nah. Hier ist halt gerade gar nichts. Oh, doch hier. Hallo. Sag mal, wieso komme ich hier nicht raus? Ja, das klappt hier nicht so richtig. Ein Rehkitz. Rehkitz on the block. Kann man eigentlich eigenes Fundament, eigener Boden? Kann man hier so eine Treppe machen oder einen Tisch? Okay, Tisch geht nicht da unten. Eine Treppe. Eine Treppe, geh. Hä, Tobi, hä? Eine Treppe, hä? Ah, eine Treppe ist gut. Treppe sind gut. Treppe. Richtig schöne Treppe. Eine Treppe mit zwei Bergen. Okay, Treppe kann man nicht unterirdisch bauen. Das ist enttäuschend. Oh, der baut die Treppe nur bis zu einer gewissen Höhe und dann gar nicht mehr. Hm. Ah, schade. Wie viele Minuten sind wir gerade, Erik? 2. Okay. Okay, ich glaube nicht. Sammeln Baumstämme 15? Ach, ist ja die Treppe da unten hingebaut. Ja, das ist ja nicht so gut. Ciao. Ich wollte mal was probieren. Hat aber nicht geklappt. Was solltest du probieren? Force ist einfach immer. Ich wollte versuchen, eine Treppe unter Wasser zu bauen, sodass man einfach da rumläuft, wo die ganzen Fische schwimmen. Dass du da zu Fuß einfach durch die Fische gehen kannst und schnipp. Einfach abernten. Ah, okay. Aber geht nicht. Nee, geht leider nicht. Schade. Das Spiel ist zu intelligent. Das kann ich ja gar nicht leiden, ne? Nee, hasse ich ja. Wenn Spiele und Frauen intelligent sind, finde ich voll. Finde ich nicht gut. Hä? Letzteres gibt's doch gar nicht in der freien Wildbahn. Ach so, ja gut. Das wollen ja nur die Medien erzählen, Tobi. Oh. Ja gut. Jetzt wo ich drüber nachdenke. Nein, nachdenken darfst du auch nicht. Mach das nicht. Das wollen ja nur die Medien erzählen. Die Chlamedien. Ich habe mir mal Chlamedien eingefangen. Als ich eine Zeitung las. So. Mein Name ist Zeitung Lars. Lars Zeitung. Zeitung Lars ist auch so doof. Warst du gut wie Dildo, Daniel? Wie wär's denn mit Fehlgeburt, Florian? Nicht schon wieder. Ich hab schon wieder den Fall ausgelöst. Weil die sahen ja alle so ein bisschen so aus, oder? Was, die Babys? Die sahen ein bisschen aus wie. Naja, vielleicht Abtreibung. Fehlgeburt. Ja, die sahen aber halt so aus. Das ist jetzt nicht, ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sich darüber lustig macht. Es ist einfach ein Fakt, dass die so aussahen. Wie ein ganzer Haufen voller Fehlgeburten. Das stimmt, ja gut. Ja. Also ich bin da, ich bin, ne, Fehlgeburt, Florian, finde ich gut. So, hier kann ich was pflanzen wieder. Naja, ein bisschen was pflanzen. Gut, da haben wir es zur blauen Höhle ja nicht mehr geschafft. Ist dir heute auch so warm? Ja, ja, ich brenne vor Leidenschaft vor allen Dingen. So. Wird das einfach abwartet. So. Ganz schön windig hier wieder heute, ey. Alter Schwede.
Kann ich die nicht? Die hat ja nicht so viel Schaden, ne? So. Drehlein, so. Drehlein, komme! Ein Drehlein steht im Wald. Hä, der Schaden geht runter. Davon stand aber nichts in der Beschreibung. Fake News. So. Sieht richtig gut aus. Ja, ich glaube, das war's. So. Komm, ein Reh jetzt noch. Komm, dann ist wieder voll und dann ist auch gut. Okay, ist schon schnell. Wie schnell ist die jetzt? Naja, wenn wir ehrlich sind... Was machst du da? Ich hab nichts probiert, Tobi. Ich hab jetzt... Mir ist ein Vogel zugeflogen. Ein Papagei. Verbesserst du wieder deine Waffen, während ich für die Gemeinde Fleisch suche, Erik? Für welche Gemeinde? Und was ist denn schlimm daran, seine Waffe zu verbessern? Nee, Erik, nee. Hä? Was ist denn jetzt schlimm daran? Ich verbessere meine Waffen, um nützlicher für die Gemeinde zu sein. Ach so, ja, natürlich. Anstatt mit meinen alten, beschissenen Waffen Fleisch zu suchen, was viel länger dauert. Nee, ich habe auch eine gute neue Waffe. Wo alle wieder hungern. Wo alle wieder hungern. Nein, niemand hungert hier. Ich hungere. Glückwunsch. Mann, dieses Kackreh, bleib stehen jetzt. Mann, hätte man nur eine schnellere Waffe, wa? Aber ich bitte dich, Erik. Also, ich habe einen Papagei. So. Du, du, du. Sag mal. Du, du, du. 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 Du, du. Wo war denn da? Ja. Bin ich dem Mistvieh jetzt ernsthaft bis an die Küste gefolgt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, ein Traum. So, eins. Ronziges Viech. Hm? Was? Ranziges Viech? Ronziges Mistvieh. Ach so. Zwei. So, das zweite Reh. Ja klar, was, die sind jetzt da hinten gespawnt. Ich bin die ganze Zeit da hinten rumgelaufen. Aber du kannst gar keine zwei Rehen mitnehmen. War ja auch gelogen, hä? Nee. So. Oh, da ist das zweite Reh. Wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was da ist. Was ist das? Hier für dich. Richtig schön liebevoller Umgang mit Essen. So, haben wir noch Platz? Zwei. Ja, drei. Was machst du denn da? Ich mach nichts. Du spielst gerade wieder an deinem Ding rum. Hä? Nein. So. Ich mach das Fleisch mal wieder neu hier. Ja, sehr gut. Das sieht auch nicht mehr so gut aus. Zack. Ja, einfach einmal aufheben, wieder hinhängen, dann wird's wieder gut. Das ist ja, ich rubbel einfach mit dem Ärmel drüber. Dann ist das wie neu. Ach so. Ja, lecker. Kann man wieder essen. So. Naja. Hab ich noch? Okay. Warte eine Sekunde, Tobi. Eine Sekunde. Ich habe auch noch Schädel, warte mal. Ja, ich dachte, ich mache jetzt immer, wenn ich vier Schädel habe, hänge ich einfach vier Dinger auf. Dann das sammelt sich dann so über die Zeit. Fand ich irgendwie schön. So. Zack. Soll ich noch ein paar machen? Warte mal, ich habe noch drei Schädel.
Also, ja. Ja, okay, dann, also hier so, zum, glaub ich, kann hier zum Beispiel. Lassen, ne? Oh, ich hatte eh noch einen Schädel. Ah, dann hast du den gerade da reingehauen. Möglich, möglich. Ich, beim Dunkeln erkennt man nie, ob das jetzt die Dinger sind, wo die Stöcker dran sind oder nicht. Mhm. Das ist wahr. So. Bestimmt. Ruhig. Ja, das ist ein Baum. Tobias. Tobias. Hm? Was bist du? Nein, ich bin Tarzan. So. Oh, 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 oh. Fliegt mir die halbe Fauna weg. Das ist nichts. Gut. Es wird immer schöner hier, ne? Ja, ist echt gemütlich, wenn du hier so hinguckst mit dem Wasser auch und so. Ist echt schön. Ne? Schade, dass man das Wasser nicht noch beleuchten kann. Ob man diese Schädel auch ins Wasser bauen kann? Das weiß ich nicht. Das sieht, aber sieht aus wie bei Ariel die Meerjungfrau dann. Oder dass man so schwimmende Lampen bauen kann quasi. Also so Bötchen, ne? Ja, Mann. Oh, das sieht echt schön aus jetzt da hinten auch. Mit dem Reh, guck mal, wie es angeleuchtet wird. Oh, das ist schön mit dem Reh. Das ist schön. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wie hoch ich keine Ahnung. Mach's besser, los! Ja? Ja, mach's besser, bevor du darfst. Okay, warte, mal gucken. Mal gucken. Was war das denn? Sag mal. Was war das denn? Das muss doch. Das ist untreffbar. Was war das denn? Was ist das für ein Reh? Keine Ahnung. Ist das überhaupt nicht da vielleicht? Na, siehst du. Jetzt hast du es getroffen. Normalerweise Headshot kein Problem. Da, es ist noch da, es ist noch da, es ist noch da. Hinterm Baum. Lauf mit dem Speer hin, weil da kannst du mal gut treffen. Nicht mit dem. Das ist eh zu blöd. Mit dem Speer kannst du aber mal reinhämmern, das geht immer ganz gut. Ich hole mal kurz neue Pfeile. Ach hier, nee, ist ein Stock. Ich hole mal kurz neue Pfeile. In der Hoffnung, dass wir welche haben. Ich hänge das Fleisch mal noch eben auf. Das ist sehr gut. Haben wir noch Platz für so viel Fleisch? Ich weiß es gar nicht. Für so viel köstliches Fleisch? Ich würde sonst gleich welches machen. Ich muss eh eins essen, dann kann ich wieder eins hinhängen. Ja genau, ich müsste, glaube ich, auch mal eins essen. Nein, nein, oh, beinahe hätte ich die Hand gegessen. Oh Gott. Sieht man im Dunkeln halt fast nicht, aber ist das eklig mit der Hand. Ich frage mich, warum ich nur 50% geistige Gesundheit habe. Ich frage mich das schon lange nicht mehr, Erik. Hm, na gut, schade. Hier, guck mal, da ist ja ein Stück frei. Eis, zack, wunderbar. Dann hier nochmal ein Schlückchen Wasser trinken. Frei, nee, ne? Tobi, guck mal, ich habe einen Papagei. Wo bist du denn? Ich hab einen Papagei. Quack! Quack! Sieht halt wirklich so aus. Quack! Quack! Das ist Herr Lohrmann. Das ist voll geil, das sieht wirklich aus wie ein Papagei. Voll cool. Das ist mein bester Freund. Das glaube ich dir wohl. Klebe ich mir dann auf die Schulter. So. Du fragst dich, warum deine geistige Gesundheit nicht so hoch ist. Ach, das freut mich. Nee, ist voll jetzt. Ist voll jetzt. Nee, ist voll. Boah, Arschloch. Ich würde auch gerade mal einen Scheiß aufhängen hier. Nee, ist voll jetzt. Boah. Mann. Aber links und rechts würde noch einer hinpassen, glaube ich, oder? Nee. Wir müssen auch noch Waschbären finden, ne? Ach ja, habe ich aber noch nie gesehen. Oh, warte mal. Ah, lass mal schlafen, schnell. So, ja, dann müssen wir ganz dringend in die nächste Folge. Oh ja, das wäre eine gute Idee. Die Leute haben noch keine Zeit, die gucken sie nicht so viel an. So, ich speichere nochmal schnell. Tobi, ich speichere nochmal schnell. Hab ich schon. Okay, sehr gut. Ich speichere mal nochmal, weil zweimal und so. Okay, wollen wir nochmal einen Kompass holen? Nein. Aua. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge, blaue Höhle. Und wir müssen auch unbedingt gucken, dass wir dieses Totem da oben fertig kriegen. Dass wir Jesus fertig. Haben wir einen eigenen Namen für unseren persönlichen Jesus? Für unseren Personal Jesus? Pesus? Mhm. Personal Jesus, Pesus.
Ja, doch. Oder Justin. Um das Ganze ein bisschen moderner zu kriegen auch, weißt du? So. Vielleicht, vielleicht können wir dann hier oder auch... Oder Thorsen Justin. Ja, man weiß ja nicht genau, wer alles drin ist, oder? Ja, das stimmt. Wobei ich Pesos auch nicht schlecht fand. Justin Pesos. Das hört sich an, als könnte aus dem so ein richtiger Popstar werden. Ja, Mann. Justin Pesos. Ich glaube, ich glaube an dich. Justin. Kommt man da eigentlich von hier aus hin? Oh ja. Ja, haben wir. Wir brauchen ja auch Köpfe. Oder? Das, na gut, das kriegen wir schon. Okay, würde ich sagen, nächste Folge Blaue Höhle. Oder vielleicht mal gucken. Ja, ja doch, nächste Folge Blaue Höhle. Ein bisschen... Oh, ich muss schon wieder essen, Mann. Und dann machen wir ein bisschen... Jetzt machen wir Kartenplanung erstmal ein bisschen, ne? Ja, würde ich sagen, oder? Machen wir Höhlenhopping, Kartenplanung, die ganzen Kappes. Und dann haben wir es hoffentlich bald mit der Karte. Und ich weiß gar nicht, was da noch alles kommt. Also bei dem Spielzeug fehlen uns ja eigentlich auch nur noch ein Arm, ein Bein. Ja. Nicht wahr, ja, Tobi? Und, ja, das stimmt. Das stimmt, absolut richtig. Oder hast du noch was vergessen? Nee, alles richtig. Das stimmt genauso, wie du es sagst, Erik. Gut, dann bin ich aber froh. Weil... Aber wir müssen ja auch noch das andere Flugzeugwrack finden und... Wir brauchen einen Schneeanzug. Richtig, richtig. Dafür brauchen wir Waschbären. Habe ich hier in der Gegend aber erst sehr wenig gesehen. Ich habe noch nie einen gesehen. Also da müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie welche kriegen. Auf meine Nippel habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht gibt es die nur auf der neuen Map drüben, auf der neuen Insel. Nee, die müssten eigentlich auch hier rumlaufen. Aber na gut, vielleicht, ja, drüben gibt es die Krokodile auf jeden Fall. Da können wir auch noch ein paar schöne Köpfe holen von den Krokodilen. Stimmt. Ne, das wollten wir auch machen. Liebe Zeit. Ach du meine Nase. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge erstmal Höhlenhopping. Tschüss. Tschüss, Dankeschön, ciao.